Ja, moin alle zusammen. Heute haben wir die große Buzz-Buzz-Quiz. Gleich hole ich live von Vella ab und dann habe ich ein paar Fragen und wir haben ein bisschen Spaß. Ja, ich freue mich. How? Probieren. Hallo Frederik. Hallo Frederik. Hallo. Vielen Dank fürs Abholen. Danke, danke. Ja, natürlich. Das ist ein Service von dir. Seid ihr bereit? Ist das dein neues Auto? Wir sind klar. Wir sind klar. Gut. Ja, das hier ist ein ganz neuer Bus. Perfekt. Nicht zu schnell fahren, Bo, ha? Nein, 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 natürlich nicht. Ich fahre immer gut und langsam. Sehr schön. Das ist gutes Relativ, ne? Ja. Na, soll ich die Regeln erklären, oder? Bitte. Ja, okay. Ich habe ein paar Fragen für euch. Ja, und dann, wer druckt den Bus-Quiz erstmal, kann fragen. Und da gibt es natürlich so Möglichkeiten, ich weiß nicht, wie genau es heißt, aber ja. Weißt du, was ich meine? Wir wissen, was du meinst. Ja, okay. Ja, und was macht der? Ich glaube, das steht jetzt erstmal. Ich glaube, du musst überholen. Erste Frage kommt dann. Was war damals mein Hobby neben Handball? Schach, Schwimmen, Fußball oder Angeln? Was war das erste nochmal? Schach. Schach. Schach, Fußball, Schwimmen oder Angeln? Ja, genau. Also, ich kann auf jeden Fall schon mal zwei Sachen ausschließen. Ich eigentlich auch, aber vielleicht ist es auch, hat er einfach noch nichts dazugelernt. Also, so wie du kickst, kann es nicht Fußball sein. Und in Playita ist das Schwimmen, war auch nicht. Ey, ihr seid auf gegeneinander. Die gleiche Mannschaft. Ja, aber das ist ja alles Quatsch. Ich sage, was ist, wenn ich falsch mache? Ja, dann Antwort Vella. Okay. Dann sage ich Fußball. Auf gar keinen Fall. Falsch. Ja, nein. Okay. Dann sage ich. Ich sage. Schach. Schach, nein. War Angel. Hüfte, Hüfte, Vella. Angeln. Genau. Ja, in uns war ich ein bisschen enthusiastisch mit meinen Angeln, ja. Hast du auch mal was gefangen oder hast du nur reingehalten, die Angeln? Nein, ich habe auch gefangen. Schöne Hauel heißt es auf Dänisch. Wie ist es? Hauel. Und mit wem hast du was? Ein bisschen wie Lachs. Warst du mit deinem Vater angeln? Ja, war ich auch. Perfekt. Aber es ist ein super Sport, man muss nicht reden, ne? Ja, genau. Ist so schön. Und dich nachdenken. Ich möchte das immer nach Training hier. Okay, Frage Nummer 2. In welcher Farbe gibt es den ID-Bus nichts zu kaufen? Okay. Diesen Bus, in dem wir sitzen? Ja, okay. Genau. Bayleaf Green Metallic? Candy Weiß Uni? Headshake Black? Oder? Warte mal. Ja? Ah, wir drehen links. Oder Limonengelb Metallic. Limonengelb Metallic. Nein, das stimmt nicht. Das Black. Das Black? Also irgendwas, was so und so Black. Headbang Black? Headbang Black, ja. Das war richtig. Ja, genau. Zack. 2-0 zu Vella. Sieht gar nicht gut aus. Gut gemacht, Vella. Habt ihr euch abgesprochen? Ja, ruhig. Das war Jacob. Aber Fahrrad auf dem Weg? Warum fährt man Fahrrad auf dem Weg in Deutschland? Das ist krank. Aber du fährst super, Frederik. Das muss man auch mal sagen. Sehr sicher, Frederik. Ja. Okay, nächste Frage. Ja, machen wir auf dem Rudel. Wie viele Assists habe ich letzte Saison gemacht? Also Scherz jetzt dran. Schreiben wir auf hier, was? Wie viele Assists hatte Frederik woanders gemacht? Eieieiei. Oh. Okay, ganze Saison. Ja, live. Du hast nicht viele Assists gemacht, ja? Ich kann nichts viel sagen, aber ich habe viel gemacht. Vielleicht mehr als dir. Live. Ich weiß nicht, wie viel Frederik du hast gemacht, aber ich glaube mehr. Komm, du sollst nicht lügen, Frederik. Ja. Okay, ich hab's. Okay. Und wem sollen wir dir zeigen jetzt? Ja. Ich hab 14. 14. 20. Okay, wenn er. So viele habe ich auch mitgemacht. Ich habe. Okay, ist unter 10.
Probier nochmal. Aber ich bin noch richtig, ist doch Schätzfrage. Schätzfrage. Na, okay. Ja, ich dachte, weil du immer den Camper zu Kasper spielen musst, hast du so viel Assists. Ja. Was ist eigentlich mit dem Camper Kasper auf dich? Ja, aber das Problem ist, dass ich manchmal erinnere ich das nicht. Ich muss das machen. Und dann siehst er dumm aus und dann ist. Scheiße. Wenn Kasper sich dumm aus. Aber wie viele Assists hattest du denn jetzt von der Kiste? Ich hatte nur 9. Aber 9 ist auch gut. Aber ich finde es gut, dass du sagtest, du hattest mehr als ich. Cool, danke. Also, dann jetzt 2-1. 2-1. Okay, jetzt komme ich wieder. Und jetzt suchst du Fahrer für weg. Frage Nummer 4. Ich nochmal wieder links, Patrick. Welches Gericht kocht Andreas am besten? Laut dir. Das ist. Was du sagst. Das ist meine Meinung. Okay. Ist es Schüttballer, Smörbrot, Tiramisu oder Carbonella? Das Carbonella hast du mir mal erzählt. Ding, ding, ding! Das ist korrekt. Gut, klar. Natürlich, ich höre dir zu, mein Freund. Was ist Carbonella? Weißt Carbonella, du das weiß ich nicht. Du wolltest mich aber nochmal einladen zu Carbonella. Aber Andreas muss einladen. Ich kann nicht einladen und dann kocht er. Das haben wir schon mal gemacht. Das machst du immer so, dachte ich. Ja, okay. Kann mir nichts hier sagen. Andreas muss das hören. Okay. Aber was war das nochmal genau? Carbonella? Carbonella ist so ein großes Frikadelle mit ein bisschen Paneeien und ja, also panierte Frikadelle. Panierte Frikadelle, genau. Okay, super. Das klingt lecker. Okay. Ist doch. Ist also jetzt entscheidende Frage, oder? Ja, Sanders. Entscheidende Frage. Oh, ja. Sanders. Ja, okay. Frage Nummer 5. Okay. Welches Buch lese ich gerade? Das Café am Rande der Welt? Shades of Grey, geheimes Verlangen, Schulden, die ersten 5000 Jahre oder Harry Potter 3? Ich sage das erste. Das dritte, sorry, das dritte sag ich. Das dritte. Das dritte? Ja. Schulden. Schulden? Ja. Die ersten 5000 Jahre? Und? Und du bist sicher? Ich bin mir ganz sicher. Das ist korrekt, live. Glückwunsch! Ja! Herzlichen Glückwunsch, Leifi. Wow, gut gemacht, live. Ja. Stark. Danke. Das war stark von dir. Hast du gesehen, erstmal wird er ein bisschen gelockt und dann zugeschlagen. Ja, genau. Das ist perfekt. Ja. Weil ich finde das interessant. Aber wir sind nicht wirklich. Das ist ein großer Teil von unser Leben, ja. 50 Shades of Grey hast du schon durch. Ja, die andere ist schon gut. Ja, Villa, aber wir haben leider auch ein Ding für wer Nick gewonnen hat. Ja? Ja, da muss auch eine Strafe sein. Und ich kann dir leider nicht zu Hause fahren. Ja, ich weiß, das tut weh, aber so ist die Regel. So ist die Regel. Du schmeißt ihn jetzt einfach raus. Ich schmeiß jetzt einfach hier raus. Genau. Okay. Das ist natürlich aber schon. Wir sehen uns. Ja, vielen Dank, Frederik. Gut, aber Strafe muss sein. Also. Ja, Strafe muss sein. Ja. Tut mir leid. Tschüss. Tschüss, Frederik. Tschüss. Ciao, ciao. Gut war, live. Ja, vielen Dank, Leute. Vielen Dank, live. Und ich danke. Glückwunsch. Danke, danke. Ich hatte Spaß hier. Ich hoffe auf, dass ihr habt Spaß. Und live, hattest du auch Spaß? Ich hätte sehr viel Spaß. Gut, freut mich. Wenn du mich jetzt wir sehen uns, Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Kommen wir zu mir. Ja.